ist der Barbara-Tag. Barbara war eine Heilige, die Ende des 3., Anfang des 4. Jahrhunderts in Nikomedia lebte. Das ist das heutige Izmit in der Türkei. Sie war Tochter eines reichen heidnischen Kaufmannes. Heimlich ließ sie sich taufen, und das zur Zeit der großen Christenverfolgungen. Ihr Vater sperrte sie daraufhin ein. Eines Tages gelang ihr die Flucht, und vor ihren Verfolgern konnte sie sich retten, weil sie sich in einer Felsspalte verborgen hat. Deswegen ist sie bis heute auch die Patronin der Bergleute und des Bergbaus. Später fand sie dann Unterschlupf bei einem Hirten, der sie allerdings verriet. Und so wurde sie von ihrem eigenen Vater vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Ihr Vater selber hat sie enthauptet. Den erschlug allerdings danach sofort der Blitz. Deswegen ist auch die heilige Barbara die Patronin der Menschen, die Angst vor Unwetter oder Gewitter haben. Während ihrer Gefangenschaft teilte sie ihr Trinkwasser mit einem vertrockneten Kirschzweig. Und der blühte kurz vor ihrer Hinrichtung auf und gab ihr Trost und Hoffnung. Im Jahre 306 wurde sie hingerichtet. Aber die Sache mit dem Kirschzweig, die gibt es heute noch. Und das machen wir jetzt auch. Und damit schlage ich mich jetzt durch die Büsche zu diesem Kirschbaum. So, das wäre jetzt der Kirschzweig. Und der braucht jetzt Wasser. Das habe ich schon mal hier drin stehen. Dann muss er während der ganzen Zeit an einem hellen und warmen Raum stehen, daher die Kerze. Und jetzt so ein kleiner Tipp. Damit das auch richtig bald blüht, braucht es auch eine Prise Zucker. Nur eine kleine. So, und das interpretieren wir jetzt mal. Das eine ist Wasser. Wasser ist ein Zeichen für die Zeit, wenn es fließt. Hier steht es aber. Deswegen ist es Zeichen für die Geduld. Und die brennende Kerze ist einerseits das Symbol für Wärme, menschliche Wärme, andererseits das Symbol für einen hellen Geist, der nämlich geradeaus und nicht unbedingt quer denkt. Und die Prise Zucker, die symbolisiert ein bisschen Lebensfreude, Zuversicht, Hoffnung. Und so kann uns dieser Zweig lehren, in kalten Zeiten, in denen es dunkel ist und wie leblos erscheint, brauchst Denken, menschliche Wärme, Geduld, ein bisschen Lebensfreude. Und dann werden wir mal sehen, was Weihnachten uns im besten Sinne des Wortes blüht. Gerade auch in diesen Zeiten der Pandemie. Ich wünsche Ihnen ganz viel Zuversicht.